wünsche einen wunderschönen guten Tag. Ich wünsche einen guten Tag, denn ich wollte den ganzen Morgen schon die Kamera anmachen. Und jetzt ist schon 11:30. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe gearbeitet. Dann haben wir gefrühstückt. Und irgendwie ist der Vormittag so weggelaufen heute. Dann war ich noch gerade mit dem Hund spazieren. Jetzt ist Herr Bernd nochmal nach Poco gefahren. Ich habe euch im letzten Video die Lampen gezeigt, die wir im Haus anbringen. Diese riesigen LED-Lampen. Und wir hatten ja erstmal nur 4 Stück mitgenommen, um die zu testen, ob die so schön sind, wie wir uns vorgestellt haben. Und die sind tatsächlich sehr, sehr schön. Auf der Kamera kamen sie leider nicht so schön rüber. Aber Bernd ist jetzt halt dahin gefahren und kauft noch welche. Und ich bleibe hier und mache derzeit den Laden. In 1,5 Stunden haben wir dann Mittagspause. Ich leuchte total, ne? Hier wegen dem Neonpullover. Ja, ich mache jetzt hier, sobald es die Kundschaft zulässt, werde ich jetzt eine Zucchini-Suppe machen. Wir haben nämlich wieder geerntet bei uns im Garten und wir haben eine riesen Zucchini. Und ja, damit wir gleich ein Mittagessen haben. So, das ist unsere riesen Mega-Zucchini. Dann hat Bernd mir schon Zwiebeln geschnibbelt. Dann mache ich da immer, ja, die Würstchen, die mache ich so zu kleinen Fleischbällchen, die mache ich rein. Und Kartoffeln und Sahne eigentlich auch. Wo ist denn die Sahne? Die muss ich mal eben suchen. Ja, Sahne habe ich mir heute Morgen rausgesucht, aber irgendwie zu Hause liegen lassen. Dann nehme ich hier so einen Creme Fraiche-Verschnitt. Das wird auch funktionieren, glaube ich. Hoffe ich. Das lasse ich jetzt erstmal schön 20 Minuten oder so köcheln. Da haben wir hier so ein Deckel und dann zeige ich euch nachher das Endergebnis. So, Süppchen ist fertig. Ich hatte, wie gesagt, dieses Creme Vega da reingemacht, weil ich keine Sahne hatte. Muss ein bisschen mehr rühren, dass sich das auflöst. Und das sind die kleinen Fleischklopsis da drin. Das ist diese Beyond Meat Sausage habe ich da reingemacht. Das schmeckt sehr gut. Und der Bernd ist schon auf dem Rückweg. Und ja, dann geht es gleich los auf die Hundewiese. Ich wollte einmal die schöne Hundewiese zeigen. Und hier hat man richtig schön seine Ruhe. Und da ist sogar ein Wasserhahn. Ich zeige euch das. Smurfy, kommst du mit? Komm rein! Lauf! Die andere Hundewiese, wo wir sonst immer waren, da war das so, dass es immer sehr voll war und auch viele Hunde, die ja nicht so sozial kompetent, sag ich mal, waren. Und deswegen gehe ich da so ungern hin mittlerweile, weil gerade jetzt, wo ich schwanger bin, habe ich dann Angst, dass ich dazwischen springen muss oder so. Und ja, hier ist natürlich unschlagbar der Wasserhahn. Und hier ist halt auch nicht so voll. Sind wir alleine. Aber der Smurfy hat trotzdem allerhand zu schnüffeln. Und dann hat er hier auch ganz viel Platz zum Rennen. Da. Nächstes Mal nehme ich noch ein Spielzeug mit. Die ist auch noch nicht so lange hier, die Hundewiese. Relativ neu. Zeigen. Das war ein richtig schöner Ausflug bei der Hundewiese. Da kamen dann hinterher doch noch mehr Hunde. Nicht zur Hundewiese, weil du deine Ruhe haben willst, dann wirst du eine Stunde vollgeschallt. Ja, die haben ein bisschen viel geredet, die eine, aber. Sie hat nur geredet. Ja, aber für die Hunde war das echt schön. Das ja, Murphy ist richtig gerannt und richtig platt. Weil ich bin ja jetzt, ehrlich gesagt, wie lange waren wir nicht? Wir waren lange nicht auf einer Hundewiese. Das war durch Corona, ne? Das kam durch Corona, aber auch, weil, Fenster zu, der Smurfy wurde ja mal gebissen und so. Und ich hatte dann Angst, auch alleine mit ihm zur Hundewiese zu gehen. Ich leuchte voll wegen dem Neon. Weil dann, ne, wenn ich ja mit meinem Bauch dazwischen springen soll und so, habe ich mich nicht so getraut. Und shiny. Ich bin shiny. Ja, aber hier die Hundewiese ist echt schön, da ist nicht so viel los. Da gehen wir öfter hin, ne, Smurfy? Das wieder gut. Machen wir. So,
was du willst. Wir haben uns mal bei Wish ein Paket bestellt, Überraschungspaket. Wo man glotzt, was da so drin ist. Toll, für 5 Euro. 5 Euro hat das gekostet? Ja, 4 Euro noch was. Oh, noch mehr Müll. Oh, schön. Ich hätte extra bei kein Schrott. Stand in der Beschreibung, kein Schrott. Dann irgendwelche Reste. Was ist das? Regenmantel. Echt jetzt? Nein. So eine Solardusche? Ja, hier kommt. Hochwertig, 199 Euro normalerweise. Ja, das ist eine Solardusche, glaube ich. Oder was meinst du? Weiß ich nicht. Kannst du oben aufhängen und Wasser reinmachen oder wie? Da steht Valve. Und Ballon? Ein Riesen. Ja, schön. Weiß ich, freue ich mich. 100 Euro wert. Könnt ihr kaufen. Gebote in die Kommentare. Hier ist auch ein Stückchen Styropor. Eine Handyhülle für eine Karte. You are the one. One. Falsch geschrieben mit N. Ja. Duschen und jemand eine Karte schicken. Und wahrscheinlich, da drauf stand mindestens 5 Teile, ist jetzt ein Puzzle hier drin. Und Tennisbuch. Ja. Na, eins Backform. Ja, gut, dass ich schwanger bin. Der erste Geburtstag ist geritzt. Okay, das war's. Vierter, stand drauf. Was stand da drauf? Mindestens 5 Teile. Ja, mit dem ganzen Müll. Ja, da ist doch auch ein 1 Ballon, ja. Jetzt wurde das. Ach, jetzt wurde das. Guck, eine schwarze 1, schwarze armes 1. Kind, ey. Aber dem Namen. Gut, dass du nicht ein Paket. Da hätte ich bestimmt das Doppelte bezahlt im Laden. Gut, dass du nicht ein Überraschungspaket für 200 Euro bestellt hast. Ja, wenn ich jetzt 100 Euro habe. Geil. Ja, ach so, das ist ja auch One. Okay, jetzt verstehe ich den Sinn. Also zusammenhängende Geschenk. Geil. Okay. Bin ich sprachlos. Magst du mir jetzt einen Kuchen? Ja, mal gucken. Je nachdem, wie viele Leute das gefällt, dann kaufen wir nochmal eins. Überraschung ist gelungen. Ja. Tschüss. Bei uns gibt es jetzt Mittagessen. Der Bernd holt gerade die Zucchinisuppe, die ich gekocht habe. Das ist noch Rührei von gestern. Dann haben wir hier Wurst und Antipasti und Frickies und Kaffeesahne. Ja, und das lassen wir uns jetzt schmecken. Ich war jetzt eben in der Waschstraße mit unserem Auto und habe es ausgesaugt. Das hat es bitter nötig gehabt. Und jetzt gehe ich noch einkaufen. Ich habe unsere Einkaufsliste und ich nehme euch mit. Einmal Süßstoff. Einmal Schokobrötchen. Einmal Pudding. Einmal Sauerkirschen. Einmal Laurenstangen, einmal Tomaten und eine Schlangengurke. Insgesamt 15 Tomaten für gefüllte Paprika und zum Knabbern. Habe ich Paprika oder Tomaten gesagt? Paprika. Einmal Rucola, Salatherzen und noch diese Salate. Und Bananen für unseren Shake. Einmal Kakao. Dann wollte ich das einmal ausprobieren. So ein Brot, das sieht so lecker aus. Und ein Toastbrot. So, ich habe jetzt 27,07 Euro oder so bezahlt. Das war unser Wocheneinkauf.
Wir versuchen im Moment so viel aufzubrauchen, weil wenn wir umziehen, dann wollen wir nicht so viel mitschleppen, die Konserven und so. Es gibt diese Woche bei uns noch mal Zucchini-Suppe, Linsen-Kartoffel-Eintopf, gefüllte Paprika, die ganze Paprika habt ihr ja gesehen. Pizza machen wir, die machen wir ja selber. Und jetzt mache ich mir erstmal einen schönen großen Salatteller, denn meine Alfalfa-Sprossen sind fertig. Und ich esse zurzeit jeden Tag einen großen Salatteller. Und da gibt es jetzt eine abgespeckte Variante, weil ich habe keine Kidneybohnen, glaube ich, hier am Laden. Muss ich mal gucken. Und lecker. Freue ich mich drauf. So, das ist mein geiler Salatteller. Ein Salatherz, Zwiebeln, meine schönen Alfalfa-Sprossen. Murphy, komm mal her. Ja, Tomaten und dazu gibt es jetzt schönes gesülter Dressing. Nein, ich esse keine Kartoffelspalten. So. Es ist nach 19 Uhr und wir sind zu Hause angekommen. Feierabend. Der Bernd schnibbelt jetzt ein paar Backofenkartoffeln und ich räume hier unseren Einkauf aus. Und dann gehen wir gleich Tighter spazieren. Terroristenwege? Nein. Besser nicht. Was? Die Kartoffeln reingestochen, kam eine wohlgift duftende Wolke entgegen. Ja, kennt ihr das, wenn Kartoffeln schlecht sind? Warum auch immer, weil die sind ja frisch geerntet. Kennt ihr bestimmt. Den Duft der ekelhaften Kotzkartoffeln. Ja, gut, geht das. Ich mach das. Ja. Ich hab nicht verstanden. Ja, ich weiß. Du sollst ja nicht so viel bücken und machen da. Ich mach das gleich schon. Ja. Wir wollen ja auch noch heute irgendwann Feierabend haben. Also spät essen. Gleich mit beim Teigtag, dann esse ich die. Wie lange brauchen die Kartoffeln? Eine halbe Stunde? Ja. Bestimmt. Ja. Er hat durch so viel Auslauf gehabt. Das stimmt, ich auch. Ist mal viel aus, was meine Schuhe. So. Ja, das gibt sein Problem. Haben wir wieder Bananen, die nachreifen können? Wunderbar. Ich habe jetzt 15 Paprika geholt. Dann mache ich 10 Stück, die gefüllten. Ne? Ja, am Sonntag oder nicht? Was machen wir denn? Wir können auch beides machen. Warum? Wir gehen dann ein. Ja, im Garten. Ernten. Gut, das ist eine Tüte. So. Okay. Einkauf ausgepackt, Kühlschrank pickepacke voll. Bis oben hin. Ja. Zum Glück können wir uns das erlauben. Wir brauchen einen zweiten. Wie ist das, wenn wir erst 7 Kinder haben? Wie machen wir das?